Hallo, mein Name ist Yannick und ich werde euch heute etwas über Flash für Android-Geräte erzählen. Flash ist eigentlich schon standardmäßig auf jedem Android-Gerät vorinstalliert, die Anwendung befindet sich aber trotzdem nochmal im Market, damit die App überhaupt aktualisiert werden kann. Nachdem ihr den Android-Market geöffnet habt, könnt ihr hier die Flash Player App ganz einfach finden. Sucht dazu einfach nach Flash Player. Anschließend seht ihr den Eintrag über den Adobe Flash Player 11. Dieser ist bei mir jetzt schon vorinstalliert. Bei euch drückt ihr hier eben auf Installieren, wenn er noch nicht installiert sein sollte. Wie ihr seht, wird die App auch regelmäßig aktualisiert, wodurch es eigentlich kaum zu Problemen kommen sollte. Flash wird eigentlich auf Webseiten immer dazu benutzt, um irgendwelche Dinge zu animieren. Das sind vor allem Videos oder Tondateien, die dann dargestellt werden. Zum Beispiel basiert auch YouTube auf Flash. Flash wird dann benutzt, um Spielereien darzustellen. Teilweise sind aber auch ganze Webseiten nur auf Flash aufgebaut. Im Gegensatz zur iOS von Apple bietet Android überhaupt erst die Möglichkeit, mit Flash umzugehen. Und wie das in den Webseiten passiert, das zeige ich euch jetzt. Eine Seite, auf der das gut dargestellt wird, ist zum Beispiel ewals-kiefersfelden.de. Hier seht ihr in der Mitte des Fensters schon den fahrenden LKW und im Hintergrund sieht man die Landschaft vorbeiziehen. Auf Android-Geräten wird das einwandfrei dargestellt, wie ihr seht. Bei Apples iOS würde hier nur ein weißer Balken oder ein weißes Fenster erscheinen. Ein anderes Beispiel ist die Seite kubamoon.com. Diese Seite basiert vollständig auf Flash. Es sieht eigentlich, nachdem die Seite geladen hat, wie jetzt, sieht es eigentlich aus wie eine HTML-Seite, eine ganz normale, aber das hier basiert alles auf Flash. Das kann auch teilweise der Fall sein, aber ihr seht schon, ihr könnt ganz normal auch durchklicken. Bei iOS würdet ihr jetzt nur ein weißes Fenster sehen. Also ihr seht schon, Android hat in diesem Bereich einen Vorteil. Als drittes Beispiel habe ich euch die Seite wechoosethemoon.org mitgebracht. Hier wird ein Raketenstart virtuell dargestellt. Mal schauen, ob die Seite rechtzeitig lädt. So, und ihr hört schon auch den Ton von Flash.